Also, Morte meinte, in dem Regal wäre ein Skalpell. Ja, das schaut doch gut aus. Prima, du hast das Skalpell gefunden. Und jetzt schnapp dir diese Leiche. Und keine Bange, ich bleib im Hintergrund und gebe taktisch Ratschläge. Vielleicht könntest du mir auch helfen, Morte? Ich werde dir helfen. Guten Rat bekommt man nicht leicht. Ich meinte beim Angriff auf die Leiche helfen. Ich? Ich bin ein Romantiker und kein Soldat. Ich würde dir nur im Wege stehen. Wenn ich die Leiche angreife, stehst du mir besser bei. Oder du bist der Nächste, den ich in das Skalpell stoße. Na gut, ich helfe dir. Ich bin froh, dass wir uns verstanden haben. Es ist an der Zeit, diese Leichen dem zweiten Tod zuzuführen. Gehen wir. Den zweiten Tod, ja. Mal gucken, ob sie danach wiederkommen. Aber erstmal sollten wir mit ihnen sprechen. Oder sie zumindest untersuchen, ob sie irgendwas dabei haben. Diese trottende Leiche sieht so aus, als sei sie bereits seit mehreren Jahren tot. Die Haut auf ihrer Stirn ist zurückgepellt und legt einen kalkweißen Schädel frei. Jemand hat die Zahl 569 in die freigelegten Knochen gemeißelt. Dann untersuchen wir mal die Leiche und sehen nach, ob sie einen Schlüssel bei sich hat. Diese Leiche scheint keine Schlüssel bei sich zu haben. Und selbst wenn sie einen hätte, würde sie ihn wahrscheinlich gar nicht verwenden können. Ihre Finger sind gebrochen, als hätte sie jemand mit einem Hammer zertrümmert. Zufällig bemerkst du, dass ihre linke Schulter dick bandagiert ist. Den Verband könnte man sicher noch gebrauchen, wenn man vorher die Leiche loswerden würde. Na gut, dann greifen wir den mal an, um an die Bandage ranzukommen. Oh, jetzt haben wir das Skalpell gar nicht angelegt. Skalpell in die Hand. Ja, es sieht ein wenig aus wie in Baldur's Gate. Ich glaube, es sind mehr Slots hier unten. Auch mehr Waffenslots. Dann haben wir hier oben die Quickslots. Und eine Rüstung in dem Sinne gibt es nicht. Also es gibt hier für die verschiedenen Körperteile Slots, wo man dann entweder neue Körperteile reinlegen kann oder Tätowierungen anbringen kann. Hier haben wir 1, 2, 3 Tätowierungen. So, Skalpell haben wir jetzt aber in der Hand. Oh, was ist das? Und Bandagen. Die packen wir doch gleich mit in den Quickslot. Auch wenn sie jetzt hier nicht irgendwo unten auftauchen, aber ich kann jetzt so auf Gegenstände auswählen und das hier verwenden. Genauso werden wir auch später Zauber benutzen und andere Fähigkeiten. Bei Morte können wir das genauso. Nur kann er keine Bandage benutzen, weil er ein fliegender Schädel ist. Der würde albern aussehen mit einer Bandage im Kopf. So, aber weiter im Text. Wie schaust du aus? Der Kopf dieser Leiche rollt auf ihren Schultern vor und zurück. Vom Winkel des Halses zu urteilen, wurde dieser Mann wahrscheinlich aufgehängt. Die Zahl 825 ist auf die Seite seines Kopfes gemalt worden. Untersuchen wir auch die Leiche. Diese Leiche hat überhaupt nichts bei sich. Zufällig bemerkst du, dass ihre Hände dick bandagiert sind. Den Verband könnte man sicher noch gebrauchen, wenn man vorher die Leiche loswerden würde. Ja, das hören wir doch gerne. Verdammt! Und noch eine Bandage und 65 Erfahrungspunkte. Ja, wirklich, Skrupel, die umzubringen, haben wir auch nicht. Sie sind ja schließlich untot. Also haben keinen eigenständigen Willen und dergleichen, so wie Morte zum Beispiel. Morte würden wir jetzt nicht umbringen. Ne? Genau. Du bist ein untoter Untoter? Auf jeden Fall einer mit meinem eigenen Willen. Und die hier sind ja eigentlich nur wandelnde Maschinen. Die stehen uns nur im Weg. Oder haben Sachen, die wir gebrauchen können. Die Leiche bleibt stehen und starrt dich mit leerem Blick an, als du dich näherst. Die Zahl 782 ist in die Stirn geritzt und ihre Lippen sind zugenäht. Die Leiche verbreitet einen leichten Geruch nach Formaldehyd. Ja, bei dir waren wir schon mal. Gucken wir auch bei dir nach. Die Leiche sieht wie die mit dem Schlüssel aus. Sie hält ihn in der linken Hand ganz fest. Ihre Daumen und Zeigefinger sind in einen totenstarren Griff darum geklammert. Es sieht so aus, als ob du die Hand der Leiche abschlagen musst, um den Schlüssel zu bekommen. Na gut, versuchen wir mal die Leiche anzusprechen. Vielleicht kann sie ja doch reden. Ich brauche diesen Schlüssel, Leiche. Sieht so aus, als ob du in dieser Welt nicht mehr lange bleibst. Nö. Antwort nicht.
Dann halt auf die harte Tour. Schon gut. So, da haben wir den Schlüssel. Jetzt nur die Frage, für welche Tür das jetzt ist. Schon gut. Verschlossen. Nicht für die. Na gut, schauen wir uns hier erstmal zu Ende um. Also wir haben hier die Leichen. Diese Leiche sieht so aus, als habe jemand ihr Inneres nach außen gestülpt. Eine Maschine am Kopfende des Tisches hat die Haut von der Stirn geschält, sodass der Schädel direkt zugänglich ist. Ist das jetzt zum Identifizieren? Weil jede Leiche, die wir bisher bekämpft haben, hatte entweder eine Nummer eingeritzt oder aufgemalt. Was ist hier? Ja, sieht so aus, als wäre gerade jemand dabei gewesen, die Leiche zu sezieren. Schon gut. Da haben wir noch ein Regal. Oh, schön, Bandagen. Und eine weitere Tür. Aber die ist auch abgeschlossen. Dann wird es wohl die da sein. Verschlossen. Ja. Psst, ein guter Ratschlag, Meister. Ich würde mich ab jetzt zurückhalten. Du musst dir nicht mehr Leichen ins Totenbuch stecken als unbedingt notwendig. Besonders die Ladies. Außerdem könnte es die Verwalter hier auf den Plan bringen, wenn du sie umbringst. Ich glaube nicht, dass du schon mal erwähnt hast, wer sind diese Verwalter? Sie nennen sich selbst die Staubmenschen. Die hat er schon mal erwähnt, ganz am Anfang. Aber nicht wirklich erklärt, wer sie sind. Sie sind gar nicht zu übersehen. Sie stehen auf schwarz und totenstarre Gesichter. Sie sind eine räudige Bande ghoulischer Todesanbeter, die glauben, dass jeder sterben sollte. Je früher, desto besser. Das verstehe ich nicht. Was können diese Staubmenschen dagegen haben, wenn ich mich hier aus dem Staub mache? Hast du nicht zugehört? Ich sagte, dass die Staubis glauben, dass jeder sterben muss. Je früher, desto besser. Glaubst du, dass die Leichen, die du gesehen hast, sich im Totenbuch besser fühlen als außerhalb des Buchs? Die Leichen hier, wo kommen die alle her? Der Tod sucht die Ebenen jeden Tag heim, Meister. Die Ebenen? Plural? Wo sind wir hier überhaupt? Diese watschelnden Gerüste hier sind alles, was von den Armschluckern übrig geblieben ist, die ihre Leichen nach ihrem Tod an die Verwalter verkauft haben. Also wir sind wohl in einer anderen Ebene, wo alle Toten hingeschickt werden. Das kann noch übel enden. Vorhin hast du gesagt, dass ich aufpassen soll, keine weiblichen Leichen zu töten. Warum? Im Ernst? Hör zu, Meister, diese toten Dinger sind die letzte Chance für ein paar hartgesottene Typen wie uns. Wir müssen nett sein und nicht wegen ein paar Schlüsseln Kleinhauses ihn machen. Ihn die Gliedmassen abhacken oder etwas ähnliches tun. Letzte Chance? Wovon redest du denn? Meister, sie sind tot, wir sind tot. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Hä? Du kannst das nicht ernst meinen. Meister, wir haben bereits mit diesem hinkenden Darm gemein. Wir sind alle mindestens einmal gestorben. Da haben wir doch schon Gesprächsstoff. Sie schätzen Männer mit dieser Art von Erfahrung? Warte, hast du vorhin nicht gesagt, dass ich nicht tot bin? Tja, okay, du bist vielleicht nicht tot, aber ich bin's. Ja, die Definition von tot ist jetzt ein wenig lose, hm? Du bist ein richtiger Untoter, im Gegensatz zu den anderen Untoten und mir, der eigentlich gar nicht tot ist, aber so aussieht wie ein Untoter. Gut, das hätten wir dann also auch geklärt. Und ich für meinen Teil hätte nichts dagegen, einen Sarg mit einer dieser sehnigen Kadaver hier zu teilen. Morte fängt an, in freudiger Erwartung mit den Zähnen zu klappern. Natürlich müssten die Verwalter sich erst von ihnen trennen und das ist ziemlich unwahrscheinlich. In Ordnung. Ich versuche mir das zu merken. Sieh, mein Meister, es ist offensichtlich, dass du nach deinem Kuss mit dem Tod noch ein wenig wirr bist. Also habe ich zwei gute Ratschläge für dich. Erstens, wenn du Fragen hast, dann frag mich, okay? Also gut, wenn ich irgendwelche Frage habe, wende ich mich an dich. Zweitens, wenn du nur halb so vergesslich bist, wie du den Eindruck machst, fang lieber an, die Notizen zu machen. Immer wenn dir etwas begegnet, das wichtig sein könnte, schreib's dir auf, damit du es nicht wieder vergisst. Wenn ich dieses Journal hätte, das ich eigentlich bei mir hätte haben sollen, würde ich das tun. Dann fang ein neues an, Meister, ist doch kein Problem. Hier gibt's genug Pergament und Tinte für dich. Also gut, kann ja nicht schaden, dann mache ich halt ein neues. Verwende es dazu, dein Wandeln und Handeln aufzuzeichnen.
Solltest du mal was Wichtiges vergessen, beispielsweise wer du bist oder noch wichtiger, wer ich bin, kannst du damit dein Gedächtnis auffrischen. In Ordnung, ich hab's kapiert. Gehen wir. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt haben wir auch gleich unsere erste Tagebuchaktualisierung bekommen. Schauen wir doch mal rein, was der Namenlose denn so geschrieben hat. Tag 1. Mein eigentliches Journal ist verschwunden, also habe ich ein neues angefangen. Ich bin an einem Ort aufgewacht, der Leichenhalle genannt wird. Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich hier mache oder gar wie ich hierher gekommen bin. Die einzige Person, die ich getroffen habe, ist ein plappernder Schädel namens Morte. Während er sich meine Wunden angesehen hat, hat er eine Reihe von Anweisungen gefunden, die auf meinem Rücken tätowiert sind. Jetzt kommt die Anweisung, die wir schon gelesen haben. Das war eine ziemlich lange Anweisung. Habe ich diese Nachricht für mich selbst hinterlassen? Sieht so aus, als müsste ich diesen Ferret und mein Journal finden. Ja, dann haben wir hier noch die Bestien. Da sind bisher nur Morte und wir drin. Morte ist ein sprechender Totenkopf. Seine einzige Waffe scheint sein Mund zu sein. Sowohl zum Reizen als auch zum Beißen. Also er hat die Fähigkeit, den Gegner zu provozieren, ihn anzugreifen. Was ziemlich praktisch ist. Und er kann auch im Laufe der Reisen neue Sprüche lernen. Also Sprüche nicht im Sinne von Zaubersprüchen, sondern von Klugscheißersprüchen, um halt mehr zu provozieren oder andere Sachen hervorzurufen. Er scheint sich aufs Mitkommen eingerichtet zu haben, ob du nun willst oder nicht. Du bist ein bisschen neugierig, wie er es schafft herumzuschweben. Wir sind auch neugierig, wie es kommt, dass sie überhaupt lebt und wo wir sind und so weiter. Da macht ein schwebender Schädel nicht so viel Unterschied. Was steht da über uns? Du bist namenlos. Du bist auf einer Totenbank in der Leichenhalle in Siegel aufgewacht, voller Narben und Tätowierungen, aber ohne Gedächtnis. Wer hat dir das angetan und warum? Du weißt es nicht. Noch nicht. Aber du wirst es herausfinden. Ja, das werden wir hoffentlich. Und dann haben wir noch die NPCs, wo wir bisher nur die Zombies getroffen haben. Zombies sind willenlose Leichen, die durch Totenbeschwörungen zum Leben erweckt werden. Im Gegensatz zu Skeletten haben sie noch eine Menge Fleisch auf den Knochen, was sowohl von Vorteil als auch von Nachteil ist. Dadurch sind sie widerstandsfähiger und kräftiger als Skelette, aber gleichzeitig werden ihre Bewegungen durch die Leichenstarre erschwert, wodurch sie sich viel langsamer bewegen als normale Menschen. Wenn sich Zombies auch nur sehr langsam bewegen und sehr langsam angreifen, wird ihre enorme Stärke offenbar, wenn sie ein Opfer zu greifen bekommen. Sie können einen normalen Menschen mit nur einem Schlag töten. Ja, gut, dass wir kein normaler Mensch sind. Hm? So, was bist du für eine Leiche? Die trottende Leiche starrt dich mit leerem Blick an. Ihre Haut ist dünn wie Papier, beinahe brüchig. Sie sieht aus, als hätte jemand einen Laken aus Spinnweben über ihre Finger drapiert. Die Zahl 594 ist mit einem Kohlestift auf ihre Stirn geritzt worden. Gucken wir, ob sie reden kann. Sag mal, hast du nachher schon was vor? Die Lache starrt dich weiterhin an. Dann leb wohl. Psst, hast du gesehen, wie sie mich angeschaut hat? Hm, siehst du, wie ihre Augen der Rundung meines Hinterkopfes gefolgt sind? Wovon redest du überhaupt? Bist du blind? Hast du nicht gesehen, wie sie mich begutachtet hat? Dieses Verlangen in ihrem Blick war geradezu unverschämt. Ich glaube, du halluzinierst. Sie ist ein Zombie. Eine Leiche, eine Tote. Sie hat dich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Na klar, wie du meinst. Wenn du erstmal so lange tot bist wie ich, erkennst du die Zeichen. Sie mögen vielleicht zu subtil für Leute wie dich sein, aber während ich meine Nächte mit so ein paar süßen, gerade erst gestorbenen jungen Mädels verbringe, stehst du draußen und machst nur, hä? Was ist denn los? Wo sind meine Erinnerungen? Aha. Ja, wie gesagt, er kann gut provozieren. Wie du willst, Morte. Lass uns gehen. Hier haben wir noch eine Bank. Blutflecken, Rost und andere Überreste bedecken diese Metallbank. Sie ist viel größer als die meisten Bänke und sitzt auf einer Plattform, auf der sie gedreht werden kann. Ja, darauf wurden wir auch reingeschoben. Nur ist die echten Ticken größer. So, kannst du reden? Die linke Seite des Gesichts dieser Frau sieht so aus, als ob sie mit einer Keule eingeschlagen worden ist. Und ihr Fleisch hängt in wunden, geschwollenen Klumpen über ihren kaputten Schädel. Die Zahl 626 ist kurz unter dem Auge auf die rechte Wange der Leiche gestickt worden. Gestickt?
Also die benutzen echt jedes Mittel, um die Zahl irgendwo auf den Körper zu bekommen. Es waren auch bisher immer unterschiedliche Stellen. Also oft auf der Stirn, aber jetzt auch auf der Wange. Schlimme Wunde, die du da hast. Die Leiche starrte ich weiterhin mit ihrem einen guten Auge an. Dann ich möchte wohl so gern mit ihrem Sarg liegen. Ganz ruhig, Morte.